Ich bin eine Outdoor-Content-Kreatur und ich möchte euch eine weitere Tarp-Aufbauvariante zeigen. Und zwar, wie man aus einem 3x3-Meter-Tarp ein sturmsicherer Schnellaufbau-Tarp machen kann, mit Boden und komplett geschlossen. Und das bekommt man, wenn man schnell ist, in einer Minute hin. Aber ich werde das nicht in einer Minute machen, sondern ich werde das langsam machen fürs Video, damit ihr hinterherkommt, genau. Und zwar, man braucht 5 Heringe und ein Paracord. Den Paracord habe ich schon dran gemacht. Und den ersten Hering, den schiebt man hier rein. Den zweiten hier rein. Das ist so die Mitte. Und den dritten hier rein, damit das hier schön abgespannt ist. Jetzt nimmt man einen Hering und schiebt den genau hier rein. Das ist so die Mitte von dem. Und das ist ganz wichtig, dieser Tarp, der muss unbedingt verkehrt rumliegen. Und zwar nicht richtig rum, sondern verkehrt rum. Also, dass die Innenseite so liegt, also, dass die Innenseite außen ist, genau. Das ist ganz wichtig, weil das ist der Boden und so. Und jetzt nimmt man diese Mitte hier. Ich habe in dieser Mitte schon bereits ein Paracord dran gespannt. Und genau, dann ist das schon so ziemlich wie fertig. Und genau, hier. Man nimmt hier so einen verschimmelten Ast. Also es ist ganz wichtig, dass der verschimmelt ist. Und den packt man hier drauf. Und dann spannt man diesen Tarp über diesen Ast drüber. Und dann diesen Paracord auf dem Boden abspannen. Fertig ist die Aufbauvariante. Und man kann das entweder so offen lassen oder man kann das Ding hier runterschließen, dass man hier eine Wand hat und genau mit den anderen hier auch. Und dann ist man komplett geschützt. Man könnte diese zwei hier zusammenknoten oder keine Ahnung, zum Beispiel man nimmt so ein Dings und eine Tanzzapfe oder so. Und dann hat man es schon zusammen und genauso wie hier unten auch. Da ist das zu, man ist geschlossen, man ist sturmgeschützt. Es kann regnen, wie es will und das hält und hält. Aber das ist geeignet für eine Person, also nicht für zwei Personen. Aber trotzdem ist das richtig geil, diese Tab-Aufbau-Variante. Und guck mal hier. Hier vorne ist das so ein bisschen so. Und da würde ich euch empfehlen, dass ihr noch ein Paracord nimmt und das hier so wegspannt. Und dann wäre das perfekt, weil dann hat man viel mehr Innenraum. Und falls ihr das offen haben wollt, dann könnt ihr das hier auch nochmal so wegspannen. Und dann ist da noch viel mehr Platz darunter. Und dann ist da auch Platz für zwei. Genauso wie, dass man das hier auch wegspannen kann. Dann hat man noch viel mehr Platz darunter. Und das ist richtig geil. Kann ich mega empfehlen, diese Tarp-Aufbau-Variante. In diesem Video zeige ich euch, wie ein Tipi funktioniert. Das ist auch eine Tarp-Aufbau-Variante. Diese Tarp-Aufbau-Variante ist sogar noch besser für Regen und Sturm geeignet. Deswegen gibt euch das auch.